Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 854. Heute mit den Themen 125 Watt, Sparkasse, Model 3 und Mi TV Stick. Ich beginne gleich mit Oppo, dem Hersteller des coolen Smartphones, wie zum Beispiel dem Renault 2 und ähnlichen Modellen, das aktuelle der Find Mi X und weiteren Modellen, hat eine neue Lademöglichkeit vorgestellt. Das Ganze buttert mit 125 Watt Strom in euer Smartphone. Das heißt, dass ein 4000 mAh Akku nach circa 20 Minuten von 0 auf 100% aufgeladen ist. Auf Twitter zum Beispiel gibt es dazu ein Video, das zeigt, wie sich das mit der Hitzeentwicklung verhält etc. Da bin ich extrem gespannt, wie das Ganze auf Dauer funktioniert, denn ja, das Ganze bildet natürlich Wärme und Wärme ist nicht unbedingt der Freund vom Akku und dessen Langlebigkeit. Aber ich nehme schon an, dass Oppo das hier vernünftig getestet hat. Aber nicht nur per Kabel lässt sich das Ganze schnell aufladen, sondern auch über Wireless Charging. Die Flash Charge Technologie, oder genau gesagt AirVOOC, wenn ich das richtig ausspreche, lässt 65 Watt durch, also auch das extrem viel, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein iPhone oder ein MacBook der aktuellsten Generation 69 Watt nimmt, also ziemlich genau gleich viel. Somit bekommt ihr einen 4000 mAh Akku innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 41%. Das heißt, kurz drauflegen, bevor aus dem Haus gehen, und ihr habt fast die Hälfte des Akkus gefüllt. Chapeau, liebes Oppo. Das muss ich jetzt zeigen, wie das Ganze schlussendlich dann auch funktioniert. Schon lange, lange angekündigt. Also was sage ich da? Zuerst verteufelt und dann wollten sie die Schnittstelle frei haben. Jetzt schlussendlich ist man doch eingeknickt. Man bringt bei der Sparkasse in Deutschland Apple Pay, und zwar ab diesem Sommer. Das Besondere daran, das wissen wir schon ein bisschen länger, das Ganze soll nicht mit einer Kreditkarte funktionieren, sondern mit der normalen Girocard. Das wäre bei uns in der Schweiz so in etwa die EC-Karte. Ganz, ganz spannend, da hoffe ich doch inständig, dass da bald nächstens auch mal eine Schweizer Bank in die Richtung was tut, weil, ja, muss nicht immer alles auf Kredit, also mit Kreditkarte, egal ob Originalkreditkarte oder Prepaid gehen. Das kann eben auch direkt mit dem Konto funktionieren. Noch in diesem Sommer, das kann natürlich auch erst Ende August sein, aber man hat zumindest ein Ende. Tesla bewirbt sein Model 3 in Deutschland als selbstfahrendes Fahrzeug, und das ist es nicht. Man hat angekündigt, es bis Ende des Jahres bringen zu wollen. Das wäre Ende 2019 gewesen. Ist nicht so. Deshalb wurde jetzt Tesla von der Wettbewerbszentrale dazu verdonnert, das Ganze zu entfernen. Weiter geht's mit dem letzten Thema. Heute war ein großer Xiaomi-Tag, oder besser gestern war ein großer Xiaomi-Tag. Xiaomi hat diverse neue Produkte vorgestellt, E-Scooter etc., aber auch den Xiaomi Mi TV Stick, ein Android-TV basierender Stick, der Full HD ausliefert, der mit Bluetooth 4.2.0 arbeitet, im WLAN 2,4 GHz und 5 GHz funkt und somit auf eure ganzen Daten zugreifen kann und das Ganze dann einzeln und auf euren Fernseher bringt. Klingt alles nach einem spannenden Dongle, vor allem preislich. Wieder mal bei Xiaomi typisch, beginnt das Ganze um ca. 40 Währungseinheiten und das ist natürlich knackig. Werde mir nach Möglichkeiten das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Vor allem die Fernbedienung gefällt mir mit dem Netflix, Amazon Prime Video und Google Assistant Knöpfchen, womit man dann eben die jeweiligen Dienste auch bedienen kann. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe zusammensammeln können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen wieder. In dem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss.
hört mehr Geek Talk.